Cool, und hier ist wieder eine Trinkpause für Onkel. Juhu. Eine Trinkpause für Onkel? Wie meinst du das? Naja. Bup. 12. Mai 1884. Heute ist der 42. Tag unserer Reise durch den neuen Kontinent. Sir Stanley scheint die Reise beenden und in sein geliebtes Afrika zurückkehren zu wollen. Seit dem letzten Mal hat sich viel verändert. Die Wilden in diesem Land scheinen zahmer und besser erzogen zu sein als seinerzeit. Mit Wilde meine ich aber nicht die Ureinwohner dieses seltsamen Landes. Diese sind ein wunderbares Volk. Die Wilden, von denen ich spreche, sind die schießwütigen Irren in den Städten dieses großartigen Kontinents. Viele haben den alten Zeiten abgeschworen und fristen ein zivilisierteres Dasein. Wir sind unterwegs in den Staat Nevada. Eine Wüste, soweit das Auge sehen kann. Und unser Weg an die amerikanische Westküste. Meine Aufregung und Vorfreude sind kaum zu bremsen. Kalifornien ist nur 3 Tage entfernt. John Smith, Gehilfe von Sir Henry Morton Stanley. 12. Mai 84. Okay. Schließen Sie auf! Schließen Sie auf! Warte, ich schließe auf! Muss ich da jetzt auch mit meiner Machete hier drin rumfriemeln? Jetzt haben wir mal der Frau gezeigt, wie die Tür zu öffnen geht. Schließen Sie auf. Bitte, hier drüben. Ja. Ich zähle bis 3. 1, 2. Oh. Warte mal. Ich dachte, ich muss schießen. Ich dachte, das war wieder so eine Langsamaufnahme fürs Ballern. Ey, Mann. Das verwirrt mich. Ich weiß, da war ein Punkt, wo ich hingucken hätte müssen. Achtung! Wow. Cool. Voll getroffen. Ja, ja, nee, ich will da hinschießen. Das ist Absicht. So. Kompaniemann getroffen! Yeah! Kompaniemann! Ist das eine gute Idee? Ich weiß es nicht. Na super. Vorsicht! Bam. Doch, war doch gar nicht so schlecht, hier oben rauf zu gehen. Ja, hast mal schön das Bein geschossen. Alles klar. Das erste. Kann man denn hier verändern? Nimm mal die. Nur fein gemacht. Haben wir hier mal die Bude ein bisschen aufgeräumt. Können wir weiterlaufen. Hier rüber. Hier kommen wir durch. Schwing. Ich habe gemerkt, dass die MGs doch beschissen sind. Die Maschinengewehre. Ah klar, MGs. Was denn jetzt schon wieder? Na mach doch. Ja, ich, was ist jetzt durch? Ach so. Da
Was macht er hier? Devi, schon gut. Du kannst frei sprechen. Devi, weiter! Es ist genau wie auf dem Luftschiff, Rani. Die Fracht ist für Amerika und Westindien bestimmt. Wie viele? Die Ladung wurde mehr als verdoppelt. Sie machen wohl verlorene Zeit gut. Die Lieferung darf den neuen Kontinent nicht erreichen. Da ist noch was. Die Wachen sind alarmiert. Sein Name wurde erwähnt. Sie arrangieren ein Treffen. Vielleicht haben wir doch Glück. Wessen Name war das? Einer eurer werten Lords. Wenn er für ein Treffen hierher kommt, sehen Sie es mit eigenen Augen. Des Ordens. So ein Glück für ihn. Sie erfinden Verschwörungen, wo es keine gibt. Sehen Sie sich die Ladung an. Ich fantasiere nicht. Rani. Gab Ghost, baby, was, hä? Wegen Nagata, hä? Kisamarti, kip, ad hoc, hä? Tovosa, rorsuniga. Agarus, ne, ne, mat, namito? Dann kümmern wir uns um ihn. Wieder in eine Rani von Jahansi. Ich überrasche Sie erneut, Ritter. Die berühmte Kriegerkönigin, die gegen unsere Armee in Indien kämpfte. Unsere Generäle haben ihren Tod in Gwalior vermeldet. Ich habe immer davon profitiert, dass mich Narren unterschätzt haben. Der Leutnant meinte, einer von denen sah übel aus, bevor er sich weggetroffen hat. Das Bild kenne ich. Moment. So sind Sie noch auf einem Fuß. Na, denk mal nach. Es gilt Alarmbereitschaft und der Befehl lautet, bei Sichtkontakt schießen. Den ist ja ein Raum. Ah, und da ist auch was. Bist du wieder ein Bild? Ach, hier ist eine Tasse. Das war deine Tasse. Wieder ein Bild zum Angucken. Meine letzte Reise nach Ostindien ist schon eine Weile her. Dumbo. From the Inge of India. Von, was heißt das? Egal. Für mich ist dieses Zettel und Fotos angucken irgendwie so ein bisschen belanglos. Kommt nichts bei rum. Sehen Sie sich das mal an. Warte. Da. Die Lieferung wird verladen. Diese üble Fracht darf diesen Ort niemals verlassen. Beeilung. Nix Beeilung, ich muss mal hier reingucken. Gelange zum Trockendock. Und ein... Das neueste Schiff in der Flotte der Kompanie. Kann man spielen mit. Total cool. Aber sonst ist hier nichts. Nix. Da lang. Hier geht's raus. Da möchte man aber noch nicht hin. Wir wollen halt mal gucken, ob man hier noch irgendwie so ein komisches Foto angucken kann. Oh, hier ist sogar eine Tür. Wir gehen erstmal hier rein. Ach, jetzt geht der Kack wieder los mit dem Riesendildo. Sind
Es wäre besser, Verstärkung zu rufen. Noch nicht. Ging denn das? Achso. Wenn wir die Lieferung gefunden haben. Und wenn wir sie finden, was sollen wir dann tun? Wir kümmern uns dann entspannt. Was? Fürs Erste müssen wir vorsichtig sein. So. Das habe ich sogar noch hinbekommen. Wahnsinn. Jo mei, wo sind wir denn jetzt da her? Doch mei, guck, du schau da an, du. Nichts. Nichts. Und, Frachtinspektionsprotokoll. Puff. Ja, funktioniert der Apparat? Ja, gut, ich weiß, aber wir... Ja, okay. Da reinsprechen. Okay, na gut. Wo ist meine Sprechstimme? Gut. 13. Oktober 1886. Lagerinspektor 1047. Ausweisnummer S387J. Blackwall Werft. Abschließendes Inventar der Sekundärfracht. Luftschiff Agamemnon. Genau. Heckkennzeichen GFAXX. Flug nach Lakehurst, New Jersey. Am 15. Oktober 1886. Alle Container sind aufgeführt. 425 Kisten, 396 markiert. Die Fracht ist meist intakt, versiegelt und weist keine Gebrauchsspuren auf. 16 Behälter wurden jedoch als beschädigt und unsicher für die Reise eingestuft. Auf zentralen Befehl hin werden sie und die Ladung darin zerstört. Die Verteilung der Fracht nach der Ankunft und die weitere Beförderung der Güter unterliegen der Aufsicht eines hochrangigen Offiziers an Bord. Lagerinspektor 1047 bestätigt die Verifizierung der Frachtpapiere. Bereit für den Transport an Bord des Luftschiffs. Protokoll VIK Lagerinspektor 13. Oktober 1886. Cool. Ist total gelohnt. Devi, du musst gehen und die Fluchtwege bewachen. Rani, ich sollte bei dir bleiben. Es ist meine Pflicht, dich zu Devi, beschützen. Das ist dein Befehl. Ich lade nach. Wow. Furie. Ich lade nach. Okay. Wird angekommen. Hier rüber. Wir können durch das Schiff zum Hauptlagerhaus gehen. So, da ist nix. Jetzt muss man hier auch noch langsam laufen. Lauf doch schneller. Ist nix. Nix. Hüpf. Dreh. Ich bediene die Kurbel. Passen Sie auf und ich hebe die Plattform an. Alter, was hast du gefressen? Du bist ja schwer wie ein Schwein. Dann geht das nicht. Okay. Oh, ich kann jetzt hier. Helfen Sie mir hoch. Ich schaue mal rein. Na, mach mal. Gucken wir mal. Nee. Ich sehe einige Wachen. Wir müssen leise vorgehen. Bleibt alle wachsam. Wenn Sie die Rebellen entdecken, müssen wir sie ausschalten. Leise. Hör doch später. Mann. Hochziehen. Jedes Mal solche
Sachen mittendrin, wenn man vorbereitet ist. Super. Die Eindringlinge sind hier! Bring seine Lordschaft in Sicherheit! Tschüss. Ups. Wehrwachen im Aufzug. Einer hat eine Fernzündung. Alter. Ich war genau in der Granate, oder was? Die lag doch vor mir. Ich raff's nicht, egal. Alter. Ich schieß natürlich vorbei. Mann! Der geht nicht runter jetzt. Habe ich. Wir unter Beschuss. Zack. Ich gebe Deckung. Zack. Ritter. Wache ausgeschaltet. Zack. Komm, noch einer? Na da. Zack. Yeah. Wo schießt sie jetzt noch her? Ach cool, da unten sind noch mehr. Wache getroffen! Cool. Gibt das Scharfschützengewehr auch Sinn hier, ne? Okay, scheint rein sauber zu sein. Dann geht's mal weiter da hier. Was? Wo, oh, was? Wie da? Ich hab gesehen. Oh! Du Drecksau. Das Deck ist sicher. Wir sollten weiter. Das stimmt. Ich glaube, von unten kommen wir zur anderen Seite. Oh. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Gehen wir schnell nach unten. Jeden Moment werden wir Waffen kommen. Irgendwie cool, aber irgendwie. So. Nee. Ich stehe nicht auf solche Waffen. Wo sind jetzt die Alten? Ach da, okay. Ich nehme diese Kurbel. Sieh die anderen. Ja. Yeah. Los, lass uns kurbeln, Baby! Puff! Ich guck mich erstmal hier um. Oh, ist wieder so ein Ding. Obwohl das Ding bei diesen Wachen, die da echt Sinn ergibt, die gepanzerten. Na los! Sie gehen an Bord des Schiffs. Achtung, wir müssen durch sie hindurch. Durch sie hindurch. Ja. Zack. Zack. Warte, ich hab die Reichweite.